Also a great stint from him. We have Aston 177 Ash behind on the Porsche. We will always remember this Porsche. Then we have Hamlet T. Edwin. Followed by disconnected. All right. Followed by SSR Inc. and followed by Strigon 2ZR1. Yeah, we will have a look on the disconnects right after that. Oh yeah, TLR disconnect. Completely correct. Yeah. So 17th position overall, Dirk Nutt. Followed by BC Overcurry on the 18th position, and yeah, like Jack told you, we had two disconnects. It was Law, and it was the GPR driver. It was GPR track race. So that's the placement here after the third stream. And now, guys, it's up on GRT Let's Fly. You can choose if you go into the stream itself on the page from GRT Let's Fly. He insert his link, or if you want to go to our hosting channel, the German Racing Team channel. And all I have to say is we saw definitely three impressive stints. It was a great start for this 24-hour race, especially the third stint. Wow, just wow. So I hope all other streams will as good as this one. Stints, streams, stints. I hope all other stints are as good as this one. Gerhard, let's fly. Now it's up on you. Just let us know when you get the host from the German racing team, so that we have fluently 24-hour stream. Look, Ryok, bitte. Du kannst eins machen, den Norbert raiden. Dann kommen die gleich, die ganzen. Ich weiß, ich weiß. Ah, okay. Ich hoste den auch, keine Sorge. Aber kannst du ruhig schon anfangen, weil die Lobby ist soweit durch. So, also. Is it possible for you to do this in English? No, my English is not so good about yours, but I do my very best. Not the yellow from the egg. No, it's not the yellow from the egg, but just okay. Give your best, we all know. Yeah, all. And we can talk with hand and feet, but my webcam so will not do it. Just use your hands. No, position five. No. Hey, the lobby is open for stint 4, but we are ready. Anybody set the march for ready to fly, so we can switch. Alright, so if the German racing team has made the host, we will go back. So the question, how many is Let's Fly hosting commentating? So first he will commentate the stint 4. Yes. And then it's up on GAT MBAMG. He will stream 4 stints in a row. He will stream for you the whole night. Then it's up on GAT Let's Fly again on the 8th stint. Yeah. And then it's time for me again. I'll be back at 8 o'clock Sunday morning for stint 9. And there we have the information. German Racing Team Let's Fly is now hosted. Guys, I just have to say thank you for this great time, for the great 3 stints we saw so far. But now it's time for Let's Fly. Yeah, SVR Brexit sounds pretty good. Just let Let's Fly know. I think he is always open for some help. So I have to say it's up on Let's Fly. Okay. <I'm off. laughs> And a big thanks to you, Ryok. Was a great job, the 3 stints. Thank you very much, guys. And have a nice evening. Alright, so have a great time with GRT Let's Fly.
See you in the morning, 8 o'clock. Be right back then. NBC. Appreciated it. Yep. See ya. See ya. Bye. Bye. I'll be saying my farewells as well. You guys have a good rest of your stream. Yo, thanks, Coffee. Thank you. And whenever you want again, just and have a nice day. Maurice, bleibst du noch in der Party? Wenn, lad dann zumindest eben Marcel mit ihm ein. Ja, mach ich. Dank dir. So, ich hab dich jetzt gehostet, Kollege. Aber natürlich. Das ist nett, du. So, here we go. Nee, der falsche. Wo ist er denn? Da. So viele GRT-Ler an der Freundesliste. Ey! Thanks for the information. Uch, siehste. Ah. So, ist eingeladen. Hoffentlich. Hoffe ich jetzt. Ich weiß es nicht. Ja, ist beigetreten. Danke, 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 danke. Moin, moin! Hallo! Na? Da ist er ja, der Schlawiner. Oh, süßer. Was ist denn hier los? Ist der Micha gerade noch da, oder was? Ja, ist er. Der wollte nur gerade rausgehen, frische Luft schnappen. Warte mal ganz kurz mit frische Luft schnappen. Aber ich brauch doch frische Luft. Das geht mir doch am Arsch vorbei. Wenn du eine rauchst. Ich wollte nur sagen, du quatschst noch schlimmer, noch schneller Englisch, wie du Deutsch quatschst, du irgendwie. Deswegen habe ich vorhin die Party verlassen, das konntest du nicht mal mit anhören. Warum bist du denn jetzt so? Er wollte nur damit sagen, dass du scheiße bist. Ja, ja, richtig. Danke. Nein, das wollte ich nicht. Nein, Bruder. Okay, wir alle kennen dich, Marcel. Sir, warte mal. Ich kann ja jetzt hier den Ton ausmachen. Richtig. Hatte. Zello, also wrong overlay. Oh, a good start to stream. Mm. No problem, I also had some technical issues. Warum halt das Overlay? Nee, it's good. I see. Aber die Animation hast du mal richtig geil gemacht. Danke, danke. Oh, ich muss den Ton im Stream ausmachen. Wow! Erstmal alles doppelt hören. Wer ist denn Ricardo über doch? DML Ricardo, wer ist denn das? Sagt mir so gar nichts. Da nennt mich Elfie, da muss mich kennen. Wahrscheinlich, weil ich dich Elfie genannt habe oder sowas. So. Keine Ahnung, keine Ahnung. Alte 4. Hallo, hallo, hallo. Unten links hast du die Möglichkeit, den Ton auszumachen. Ja, Kiko, wir hören dich. So, Jungs, ich bin mal gerade frische Luft schnappen. Tschüss. Schon wieder. Aber noch ich war ja noch wieder, der war vor zwei Stunden. Ach, der Haze. Hör mal, Haze. Hase. Wer ist das? Haze, PMC Haze ist Ricardo. Ach, so. Ey, jetzt war ehrlich. Wie jetzt? Hätte da jetzt oder Jens geschrieben, dann hätte ich eher gewusst, wer es ist. Warte, also ist Ricciardo, Hurricane und Haze oder wie viel Nein, PMC Haze. Da heißt auch Fabi. Der heißt auch Fabi. Jetzt hat er's, jetzt hat er's. Es gibt nicht nur einen Fabi. Ach so. Ich dachte, es gibt nur einen Fabi. Ja, hä? Kann doch nicht mehrere Leute Fabi helfen. So, already there. Jetzt hab ich's. Hier, hallo Ramos. Also, nichts gegen meinen Teamkollegen bei der FGTM, okay? Bitte. Mobbt denn man nicht. Macht das unter euch aus. Also, dieses mit dem Lappen hat sich auch schon rumgesprochen, oder? Lappen. Hm. Ich merke das wohl. Ja, ich merke das wohl. Olli könnte noch nicht mal einen zweiten Account machen auf Twitch, weil er sofort mit Lappen anfängt und du weißt, was ist. Okay, okay. Ja. So. Dein Nightbot mag Caps nicht. Was hat der denn jetzt schon wieder? Caps, war dem? Ja, Hayes hat jetzt eine Verwarnung bekommen wahrscheinlich.
Ansonsten mache ich Nightbot gleich aus. Ich mach dir keine Sorgen, wenn du fliegst, dann fliegst du. Nee, hey, alles ist gut. Ist zwar selber schuld, aber. Und hier wird sich auch nicht beleidigt. So. Lamm. Jetzt gibt's keine harten Beleidigungen. I will hope to see the fights about the Stint 3. Oh, that was amazing. About Supra and Outlaw. Denkst du jetzt auch so an, so schnell zu reden? No, my English is not so good. Will jemand mal den René einladen, bitte? Not the yellow from the egg. Mhm. Oh, René Kleid, der kommt gerade frisch von der Strecke. Den kannst du interviewen. About in English oder? Den kannst du in Spanisch interviewen. Ich verstehe eh nicht. Norbert's Englisch ist fly, richtig. So. Das ist das Petsy oder was da schreibt da, ne? Ja, das Petsy. Hallo René. Hey, hallo René. Du bist auch gerade mit live, ne? Zur Info. Jo. Bei mir wird nicht gefragt, bei mir wird direkt mit einbezogen. Gut. Auf dass die Party voll wird. Wie viel Platz haben wir noch? Aber ich finde es geil, dass Ryok, Brexit und den anderen hier, den Coffee hier, mit in der Party hatte. Ne? Mhm. Als Trainer. Mhm. Wir warten auf dich, glaube ich. Ja. Aber. So. Ja. Das ist, wenn man so nebenbei noch Sachen macht, dann oh, sieht man gerne mal. So, here we go. So, auf geht's. Den vier Verspätungen, weil das Streamer nicht das Urinal gemacht hat. Ja, Matze, wir haben schon gesehen. Noppy! Ja. So, here we go, Stint 4. No, Matze, in Sänglich, Sächsisch, Englisch. Sammy Star on the DP Class. Sinnlich. In Sänglich, ja, genau. Sinnlich. Sänglich. Was streamt denn jetzt, Lobby? Sänglich. Sänglich. Hier steht noch drauf. Waren die schon? Die waren schon. Ich glaube, du hast einen heimlichen Fan. Also. Was? Ich habe einen heimlichen Fan? Marcel sagte ich nicht. Okay. So, here we go. Oh. Das Team wird nicht getötet. Das ist meine vernünftige Sprache hier drin. Ich verstehe es nicht. Keiner versteht. René, wie ist dein Stint eigentlich gelaufen? Nur so zur kleine Information. Schießen. Okay. Zwei Alpha-Unfälle, ein Boxenstopp mehr. Okay. Den zweiten Unfall haben wir leider nicht gesehen. Da habe ich kurz woanders in Gesicht gehabt und dann war es ein kaputtes Auto unterwegs. Warst du da schuld oder was war da los? Nee, der ist in der ersten Kurve hängen geblieben. Ich habe es aber nicht gleich mitgekriegt. Und der hat auch nichts gesagt gehabt und dann bin ich zwar in die Eisen, aber der ist noch nach hinten gerollt und dann konnte ich nicht mehr ausweichen. Dann habe ich mir schon gedacht, weil der war weiter vorne gewesen. Ja. Da dachte ich mir so, das kann eigentlich nicht sein, dass du den irgendwie aufgefahren bist. So, in the DP class is all clean at the start. We look at the GTML class. Already fine. Vorne geht's schon los. I was drive the first stint, and I must say the drivers they are driving is almost fair. Also it's a lot of fun here to stay in Daytona. It's
And what I see is Stint 2 and 3, it's almost fair. Also, we hope in this stint it's also fair. So, what is... Nope. Yeah, yeah. PMC Hayes lässt anfragen, ob er mit rein darf. Nur wenn du keine Scheiße quatscht. Na, ja, dann hol ich mir dazu. Ich? Ja. Tolle Party. Alles gut. Ach, Stefan fährt jetzt nochmal, ne? Ne, stopp. Stopp. Stefan fährt. Hallo, Servus. Schön, Paolo. Schön, dass Hallo, Hasi, Hayes. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Ach du Scheiße. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht, nein. So. Dann Fabi, sprich, wie ist dein Stint gelaufen? Bist du die Form eigentlich schon? Oder? Nee, da Ramos ja zu uns noch ins Team dazu gekommen ist, bin ich nicht gefahren. Ich fahre jetzt erst den Stint von 0 bis um 2, sonst wäre ich von 18 bis 20 Uhr gefahren. Okay. Und dann fährst du das Auto. Nee, aber wir fahren in unterschiedlichen Bereichen. So, I became a message, but I don't hear in the stream. It's now better. It's the game volume too loud or the mic? Yeah. Ich hab Handy aus. Dann muss ich dir leider im Stream sagen. Ja. Für die kann heiß werden, nicht bekommen. Ja. Ich wollte so schreiben. Ja, ah ja, gut. Also ist nur alles da gewesen. Kannst im OBS dein Mikro ein bisschen pushen. Mach dein Mikro im OBS ein bisschen lauter. Oder den Ingame-Sound ein bisschen leiser. Ja, ich bin gerade dabei. Ne, das wird zu laut sein. Darf halt gerade das Gegenteil geben. Ja, das... was du gesagt hast, aber... Deswegen. Ja, sorry. So, alles gut. Gestern also, passt... 6 Stunden kommentieren kann Kopf schon mal Matsch sein. Gestern ging's eigentlich noch, oder passte es, so wie wir es getestet haben. Aber jetzt ist irgendwie der Wurm drin. Keine Ahnung, ist ja immer so. Wenn man live geht. Komischerweise. So. Ich finde dein Lifetime cool. Das Top 10 Lifetime. Ja, das hatte ich gar nicht gemacht. Das ist nur die Startaufstellung, ne? Das ist die Top 10 der Lifetiming ist. Also. Achso, okay. Okay. Von. It's a Lifetiming from overall. Okay, nice. In Sachsen wird man auch ist einfach nur schämen. Schee. Na wunderbar. Ach, wunderbar ist das. Und wie sagte Odafe vorhin, mein Englisch ist very well. Warte, ich finde die Wörter nicht so schnell. Yes, yes, yes. Und Micha, wie war dein Stream oder deine Co-Kommentation mit Brexit und Puffy? Das war ein Traum. Einfach nur ein Traum. Deine? Bester Stream ever. Also bei dir lief es richtig rund, war auch richtig geil zuzugucken. Es tut mir halt leider leid, dass ja. My English not so bad. My English not so bad, ja. Yeah. Ist not so good. Das die Yellow von der Eck halt. Richtig. Nach den technischen Schwierigkeiten am Anfang hat sich das einfach mega geil entwickelt. Ja, das Rennen war einfach ziemlich geil. Das hat es dann auch dementsprechend leichter gemacht zu kommentieren. Ja, durch die Bank durch einfach nur geil. Hast du auch richtig geil gemacht, also von daher gut ab. Hör mir auf, ey, ich hab mir mal in die Buchse gemacht. Nur mal gucken, wie viel ich aktiv war. Der hat heute Nacht feuchte Träume. Okay. we have die Startpositionen sind jetzt wieder. Das ist Zieleinlauf Stint 2, ne? Ja. 4 ist 2, ja. Ja, 4 ist 2, genau. Ist 2. Hm? Ist dann
3. 5 ist dann 3. Mhm. So. What's in the front? Mach der M zusammen. Olli ist auf Platz 5 in Lobby C momentan. So, das könnte ich mir auch mal öffnen. Steht denn da? Das macht der Pflege, ne? Dieser Aufschritt. Ja. Also der Multistream ist zwar richtig geil gemacht, aber ich krieg das nur, das leckt übelst bei mir. Okay, das saugt auch richtig Internetleistung, ne? Holy cow. Ich habe 38 von 50 Abonnenten. Mein viertes Emote ist da. Was ist? Ja, GG, also. Was hast du da jetzt für ein Emote als viertes? Ja, noch keins. Achso. Der muss erst noch Fotos im Zoo machen. Ja. Oh, dafür? Bist du noch da? Alter. Oder machst welche von deinen Vögeln? Ich hab nur noch einen. Achso, sorry, von deinem Vogel. Entschuldigung. Ja, ist er. Passt das jetzt wieder so einigermaßen? Okay. Das ist schon gut, dass wir von Platz 10 overall auf Platz 7 hoch sind. Finde ich gut. Läuft gut bei uns. Und wie läuft es bei euch eigentlich so? Durchwachsen. Durchwachsen, ja? Ja, ach du. Schlimmste ist bis jetzt noch ausgeblieben. Und das ist gut so. Also, ja, sprich nicht aus. Deswegen sag ich's ja. Nee, richtig. Ich war auch froh, dass ich keinen Disconnect bekommen hatte. Kann denn mal bitte jemand aus seinem Ort hinausschmeißen? Gerne, da kann ich auch alleine kommentieren. Da kann ich zumindest Blödsinn erzählen. Weißt du, das Witzige ist, ich bin immer noch der Partyleader, das heißt, ich kann tatsächlich rausschmeißen. Ja, aber du musst gleich schlafen. Bei dir ist es wichtiger, dass du schlafen musst. Das sieht man dir, das hat man dir so richtig angesehen, dass das zehrt. Ach Quatsch, hab dich nicht so. Ich höre nur Mimimi, ne? Na? Die Zeit heute früh um 10 wach. Ja, das. Muss doch bis ich sollte um 9 schalten. Oder um 9. Das war lieber eigentlich schon. Alter. Der hat einen Arborist. Der hatte komplett einfach nur verloren jetzt gerade auf dem Klo. 10 Loggen. Oh. Ja. Ich denke, was macht der Typ da? Das Ding hat er mal richtig gewürzt. What a fail! Alter. Junge! Ja, RIP! That's... Schade. The whole car is RIP. Ui. Machst du einen Clip, Norbert? Ja, ich clip selber. Ach schön, gut. Ja. Weißt du, das hätte ich jetzt irgendwie gemacht? Ja, könnt ihr auch machen, so zwischendurch. Norbert? Ja? Guck mal auf dein Handy. Ist aus. Ja, komplett aus? Ja. Ja, wegen den Störgeräuschen. Wegen den Störgeräuschen. Dann kannst du ja noch mal schauen. Was that shit for? Unseen Saint, ey. Ui. Petsy, du blöde Vieh. Oh Mann. Oh, nee. Oh, dafür hab's nicht gesehen. Mach's nochmal. Alter. Das ist böse. Ja, yeah, so pretty hard race also, here in Stint 4, ne? Aber, oh yeah, pretty hard. So, the leader in front of GTML. Robert, hast du den Clip hast du schon, ne? Ja. That looked like a little bit more to let's fly. Okay, Benjo. Oh. Forget about it, Benjo. Oh, dafür I clip it.
Michael. Micha, weißt du, kannst du das hier machen mit dem Scheren? Warte, ich mach's. Warte. Wenn du jetzt den Clip nimmst. Ja, glaub schon. Oh, nice fight. About Driften Grizzly and Sweden Pro. Yeah, so that's a fight we saw in the first or in the stint prior to this one. Pretty good drivers. All of them. Yep. Da ist er. Absolut, oder? Gut abgefahren. Was, Grizzly German? Ich hab noch eine Idee. Achso. Ja, weil der deutsche Wappen hat, würde ich sagen. Ne? Eine deutsche Flagge. Das ist doch lange nicht. I don't know. Grizzly, it's Sunshine in the Shed. Is Grizzly a German? American, okay. Könnt ihr denn nicht lesen? Has the USA changed the flag or? Oh, wow. No. Weil da Gold mit drin ist, aber nicht, dass er die auf ist. Das ist. Bleh. Oh Mann, es gibt jetzt. Okay. Geh ins Bett. So. Das Bett schon. Ist aber... Bett ist aber ein gutes Stichwort. Achso, Bett ist gutes Stichwort, also. Was ist denn das? Das habe ich schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Pennst du auf dem Stuhl oder was? Oh Mann. Wenn ich dachte, ich hab Penny schon auf dem Sofa mal ein. Er schläft Mann. Nicht, erwartet. Ich warte, dass ich auch endlich fahren darf. Er rottet, ne? Das Feld ist aber ganz schön auseinandergezogen schon, ne? Haben wir irgendwas Großartiges verpasst? Nee. Nee, du hast Position 3 und 4 im Fight. DP-Klasse. Ja. Und du hast ein paar Kämpfe in der GT-Klasse hier, Unexit gegen Aston. Der heißt Unexit, nicht Unexit. So. Und dafür hast du gehört, ich hab's jetzt endlich gesagt. Nochmal bitte. Unexit, nicht Unexit. Who is pitting? Jetzt stehe ich echt da. Das haben sie dir aber schon des Öfteren gesagt, aber ist okay. Scheiße, stimmt sogar. Alter, mein Gehirn ist so durch. Gut. Das war auch vor der Spiel. Ist jetzt wieder so. Ich schon was mit dem. Ich hol mal kurz was zum Trinken. Jo. Okay. Gute Idee, nee. Ich hol mir nochmal einen Tee. Ich könnte jetzt eigentlich auch nochmal ein Whisky hinterher. Das lässt sich besser fahren, dann reicht mein Kaum. Bass stoppt geradeaus. Feuer frei! Oh Mann. In Pace musst du eigentlich auch noch fahren oder fährst du überhaupt mit? Drehst du gerade richtig auf dem Ohr? Da ist zu schlecht. Marcel!
Nein, ist er nicht. Hasi? Nee, er fährt dann, im Munduhr fährt er dann auf. Achso, okay. Seines Dienst haben sich verschoben dadurch, dass Ramos mit ins Team gekommen ist, weil sie das GT, weil das GT-Team nicht startet. Okay. Bitte schön. Du hast einen Fight in der GT-Klasse, ne? Ah, ne, ist einer zum Pitstop gegangen, hat schon erledigt. Und wir haben Disconnect, oder? Have we some Disconnect? Yes, yes, no, no? Ne. Ne, nee. War irgendwas anderes. Fights sind hier im Moment überall, ne? Ja, that's the challenge to deal with. Richtig. You also speak English with potato in the mouth. Hallo. Nee. Was? Es reicht um Brötchen. Warst du unbedingt die Kartoffel? Okay, was? Warte, was jetzt gibt, Pauli. Setze. So, Kanne Kaffee ist gleich durch. Kanne Kaffee. Nee, das könnte ich nicht. Der ist noch kurz weg. Ich hab hier von 14 Energies habe ich hier noch 10 stehen. Also. Genau. Okay. Der kippt uns hier gleich um, der Elfie. Gestern hatte ich mein Qualifying morgens um 3, also beziehungsweise heute Morgen um 3 hatte ich mein Qualifying. Vor meinem Qualifying hatte ich 10 Dosen Energy im Kühlschrank, danach hatte ich keine mehr. Boah. Du bist doch krank, Alter. Ich wundere, dass du noch lebst, ey. Vor allen Dingen, wie oft warst du eigentlich auf der Schüssel in der Zeit? Gar nicht. Was ist? Aber wenn ich ein Monster Energy trinke, ich mindestens zweimal. Hab ich das verbracht? Alles. Alles? Alles. Ja. Kannst du 24 Stunden rennen. Nein! So. Michi, wolltest du nicht schlafen? Bin noch am Essen. Hörst du doch. Hm. Mach mal Schnarchgeräusche, Michael. Ich glaub, das kannst du vergessen bei dir. Dass die Nase verstopft kann. Oh Mann. Richtig. So. Aber hier im Lobby B ist echt spannend. Eben Lobby C war tot langweilig. So wie ich das schon mitbekommen habe, ist B-Lobby E. So, es also ist ja. Eben im C-Lobby, da musstest du echt suchen, bis du deinen Zweikampf gefunden hast. Ja, das ist scheiße. Ja. Endlich Zweikampf, der wirklich permanent war, das war hier auf Flitzer. Naja, das war auch nicht permanent. Das ja, aber 5-6 Runden und dann mal wieder nichts gewesen. Ja, weil bei gleicher Zeit kommst du, wenn du da mal eine Sekunde Rückstand hast oder anderthalb, so schnell kommst du da auch gar nicht wieder ran. Das ist genau es ja. So ist es. Lobby C ist halt die Gefahr, dass man Fehler macht, höher wie bei Lobby B. Und wie gesagt, nach dem ersten Unfall hier, wo wir da noch zu 14 zusammen waren, danach war das Rennen sowieso aufgerissen. Ja, so viel war ich gar nicht drin. Ich bin erst sehr spät dann reingegangen. Ich glaube, eine halbe Stunde später bin ich erst rein. Kein Dings, Sunshine. Wenn ihr auch irgendjemanden sehen wollt, sagt es. So, Jungs. Time for me to say goodbye, to go into the bed, have some sleep. Wish you all a great night. See you later. Sleep's good. Gute Nacht. Hab dich lieb. Ciao. Tschüssi. Ciao. Schlaf schön. Schön mit Ö. Ha! Nein, da kann eh nur nicht pennen jetzt.
Hört mal, da macht sich jetzt schon das Headset an. Da guckt jetzt so Twitch an. Mhm, richtig. Vielleicht. Nein, der hat ihn man munkelt, man munkelt. So, ciao Jungs. Ciao. Ciao. Oh, the same battle as about stint 2 or 3? What was it? Driften and Grizzly? What? Der Kampf zwischen Driften and Grizzly. War der nicht in Stint 2 auch schon? Ja. 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 Oh, oh. Aber Grizzly ist ein Deutscher. Das ist ein fairer Fall. Hm. So, das Liebenfeld fährt auch noch ein bisschen, oder? Hm. So, look this into turn one. Gap is not enough. What is that here? Surf und Darkstar schenken sich auch nichts. Ja. Hm? Ich zeig grad FIFA. Hm. So, dann jetzt nicht anfängt mit Tor schreien. Alles in Ordnung. Ja, nee, ich bin ganz ruhiger FIFA-Spieler. Dann muss selber wissen. Oh, this looks so bad. Oh. Bitte aussieht. Total demoliert. Puh. Der hat auch einen dreifachen Rückberger gemacht. Mit halber Schraube versehen. Halber Schraube. Die Haltungsnoten waren nicht so gut. Die andere ja, Bauchklatscher am Ende war nicht so gut. Aber nee. Die Ausführung war brillant. Nur zur falschen Stelle. Warte mal, ich krieg da nochmal. Den Fall habt ihr vorhin gesehen. Nicht aber nicht hinklicken. Dann frage ich mich, wer jetzt hier den Schaden macht. Was? Schick mir das mal aufs Handy. Soll ich mir das aufs Handy schicken? Ich hab's hier auf dem Laptop. So, du, ich weiß nicht, wie du das da hingekriegt hast. Kopier das, schick mir das irgendwie als Mail und dann mir aufs Handy. Also. Hey, kann denn mal immer sagen, dass der Heim nicht trinkt? Alter, warum war jetzt der M8 so riesig hinter dem? Das ist auch voll. Alter. Es geht bei dir auf. Sag mal, so wie die Boxe, so wie manche Leute die Boxen einfach formen, ist das an Hürth so weit in? Glaube ich nicht. Aber es machen ja alle. Geht das gut?
So, mal ganz kurz schauen. Ist das schon aktualisiert? Sind wir wieder gerutscht. Wo sind wir hingerutscht? Das ist 23. Na toll. Wie viele Teams sind überhaupt dabei? 29, habe ich das richtig gelesen? 80 insgesamt. Oha. Ja, okay, davon fahren ja schon 40 bestimmt nicht mehr. Wieso? Wieso oder? Das? Nee, bis ja, jetzt fahren sie alle. Was denkst du, warum die vier Lobbys haben, Keiko? Ja, weil es doch sonst auch so war. Nach zwei Stunden einige Teams, die abnehmen. Ein einziges Team ist nicht gestoppt, weil es das Ding gar nicht eingereicht hat. Also ist die Platzierung 23 doch nicht so schlecht. Naja, von 30, steht, von 30 Prototypen. Achso. Ja. Ne, 29, Entschuldige. Wenigstens nicht letzter. AMS ist. Danke für die aufmunternden Worte. AMS aber ist nur weil ich nicht mitfahre. Oh. Was? Da holt aber einer richtig weit aus. Mach die Kippen zu am besten. Die hatten den Disconnect gehabt, so das ist wirklich drin. Okay. Ja, also kann ich mir bloß hören, weil er bloß 173 Meilen hat. Da kommt Quack, der Bruchbiologe. Und vorbei so. So, the lifetiming is fresh up. Doch, ich doch, da guckt weiter Twitch. Diese Erdnuss. Das ist doch nicht wesentlich besser wie wir. Das geht dich gar nicht an, German Racing Team. guck doch in der Xbox App, dann siehst du. Oh Mann. Er kann ja mal raten. Also aktuell sind es glaube ich 20 Minuten Verspätung, oder? Wenn ich das stimmt. Was ist mit den Teammates? Die nur hinten das Einhorn drauf? Ja, die haben immer nur ganz eins drauf. Hm? Weißt du, wer ihn auf die Idee gebracht hat? Hä? Ich. Du? Hm? Das hat er damals mal für mich gemacht. Oh. Hm? Cool. Das hab ich mal ganz groß auf dem M6 gehabt. Auf der Motorhaube. Hm? Oder? Richtig. Neues. Ja, und dafür, das Einhorn habt ihr mir zu verdanken. Das hat Fabi damals extra für mich gemacht. Ich wollte das unbedingt haben. Ich hatte das gesehen, ich weiß gar nicht mehr wo. Ich hatte Fabi gefragt, ob er das kann. Und zwei Tage später war es fertig.
Ach, muss man das selber bauen? Mhm. Das kriegst du nicht. Scheiße. Jägermeister war besser. Wollte ich gerade sagen, Bier? Nee, letztes, Jägermeister. Letztes April-Wochenende auch schon das Leben bei Jäger. Zack, zack. Wie ich mitbekommen habe, fahrt ihr doch zum Hockenheimring, oder? Hockenheimring zum Nürburgring, oder? Na, die von oder Nürburgring. Hm? Aber 3 Liter Flasche Jägermeister. Nicht so lohnt. Ja, Hauptsache Schnaps trinken, oh Mann, oh Mann. Hauptsache besaufen. Ja, du musst noch warten. Ich werde vorher nochmal zu den Tschechen fahren bestimmt. Das Jägermeister bin ich auch. Was kostet die größere Flasche? Was kostet eine Flasche? Ich weiß nicht, was die großen kosten. Was Thema hier? Den halb Liter Flasche habe ich noch nie gekostet bekommen. Träger hatte den Disconnect beim Stream. Okay. Immer diese Alkoholikträger. Ja, schlimm. Haben wir hier noch irgendwo ein bisschen. Die beiden tun sich auch nichts. Wieder an der Jägermeisterflasche gerade. Ja, die ist schon fast leer. Also vor 2 Minuten aufgehört. Ich hab da nicht mal welchen hier. Ja, ja, sagen sie alle. Aber wenn er welchen da hätte, dann hätte er mehr Jägermeister in der Blutbahn als Blut. Wenn er welchen da hätte, wäre er schon leer. Elfi kann nicht schlafen, der muss noch fahren heute Nacht. Was? Darf er schlafen? Du sollst schlafen. Ja, ich habe dich vorhin mal hingelegt, aber das klappt irgendwie nicht an solchen Renntagen. Weniger Energy. Da habe ich ja noch nicht einen Energy getrunken. Weniger Kaffee. Gegen 19 Uhr. So, Mädels, ich mache mir jetzt aber wirklich einen Stopp. Ich muss später fahren. Alles klar, Kiko. Dann noch Nacht noch viel Erfolg. Und er lässt mich alleine die Nachtschicht anfangen, ne? Die Elende hältst du. Ja. Mach's gut, Kiko. Bis später. Ja, wir sehen uns. Jo, ciao. Uiuiuiui. Taikonaut, ich kann ja dann im Oval schlafen. Powernapping. Oh, oh. Das ist ein Oh, oh, ich sehe noch gar nicht. Jetzt sehe ich das erst. Hast du Ich habe aber kein Delay drin, also von daher, keine Ahnung. Es gibt immer ein kleines Delay. Ja. Das ist aber im Moment auch das. Nee, das ist aber auch im Moment der einzige spannende Kampf hier, oder? Was haben wir hier denn noch? Oh. Kommt noch. Oder du hast die schlechten Stints erwischt. Hm. Ja, mach nix. Du, ich nehme auch gerne ein bisschen ruhigere Stints. Ich kann das eh nicht so kommentieren wie Michael. Ich habe mich nur zur Verfügung gestellt. Ich mache das gerne. Wir können ja gerne über Gott und die Welt quatschen. Auch wenn irgendwas mal so passiert. Michi macht das echt Bombe, davon ab. Ja. Also Respekt, wie er das so kann. Ja, das sagst du aber bloß, weil der noch alles andere. Was? Das sagst du bloß, weil er zuguckt. Das sagst du jetzt auch bloß, weil er noch zuguckt. Ja. Ja, GRT-Kaffeekränzchen, richtig. Jawohl. So ist es. Wenn wir mal Kaffee kriegen würden vom Team. Bloß anstatt GRT Kaffee Energy. Ja. Ich hab noch nicht eine Packung Kaffee gekriegt. Nee. Oder Palette ja. Energy. Aber nur Effekt. Monster. Die Deise. Ich hab von Energy geredet. Geil. Vita. Monster. Geil. Rockstar ist besser. Ja, Rockstar ist auch gut, aber. Es wird immer schlimmer. Leute, es wird immer schlimmer. Es wird grad nicht besser. Was denn? Ich sehe doch noch nichts. Sag das U mal später noch. Oh Mann.
Du bist ein Held, sag ich dir. Na los, Danny, komm mit rein in der Party. Es wird lustig. Auf jeden Fall. Beitritt auf eigene Gefahr. Rennen, bevor es zu spät ist. Und informier die Nachbarn, sie müssen auch laufen. Den lade ich jetzt ein, da kommt die rein. Dann wird Aue, dann klatscht es, aber kein Beifall. Oh Mann. Und er kommt doch. Boah, boah. Okay, zeig mir doch, du hast den Bonus, jetzt hat er das Spiel. Hallo, Teig. Na, ist jetzt wohl der Kackstift ein bisschen schief, wa? Hallo. Meine verzauberte Seele, ist alles klar? Dem einzigen, der der Helm brennt, bist du. Ja? Na, so, dass ich die Löffel dann ziehe, Junge. Meinst du, du kommst so hoch mit der Arme, oder was? Ja. Ja, das hast du nicht mehr, ich noch ein Gestell. Also bis unter der Achsel, die Dinge. Von ich bring den Tritthocker mit. Brauchst du ein oder zwei Stufen? Oh Mann. Es wird so ruhig hier. Was ist los? Teiko, der Stimmungskiller. Komm, ist er drin. Alles ruhig. Ausmachen. Ja, aber wen hast du jetzt alles gestummt von uns? Ich nicht. Weiß ich nicht. Ich hab gar keinen gestummt. Naja. Das kommt gerade so komisch rüber. Was kommt komisch rüber? Ich höre mich jetzt doppelt, weil ich ja auf beiden gucke. Ich gucke auf Laptop und Xbox. Ein Ton ausmachen hilft. Ich höre jetzt Fly nicht reden, ich höre Blitzer nicht reden. Hä? Warum nicht? Verarscht? Moment. Was? Ich lade dich nochmal ein. Ja, okay, ich weiß warum. Ja, Nee, ich hab, weil ihr so leise im Stream seid, hab ich meine Audio-Einstellung mit Headset-Mixer zu weit nach links gemacht, auf den Controller. Ach so. So, das hab ich nicht mehr gehört. Ah. Okay. Aber jetzt eigentlich mit dem Stream interagiert sozusagen. Also antwortest du uns 5 bis 6 Sekunden später. Ja, genau. Hm? Können wir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Da habe ich doch gerade die ganze Zeit gemacht. Ja, ich dachte schon, deine Synapsen, die brauchen ein bisschen länger. So, was hat er gesagt? Verarbeiten? Also, ich bin noch ein bisschen... Ja, Alter, kommt, ne? Richtig. Ich wollte schon hier die braunen Haare am Sack mal färben, sonst wird's komisch. Oh Mann. Ja, dann wird's ja Zeit, ne? Hab ich ja schon. Und das Niveau sinkt wieder. Die sind jetzt dunkelbraun. Dunkelbraun? Das ist pale. Habe ich von vorne, habe ich von hinten nach vorne gezogen. Oh. Alter. Das hat doch nichts mehr mit Rennen zu tun hier. Du hast doch gesagt, wenn du den Kaffee kennst. Naja. Oh, nee, alles gut. Ist besser so die Unterhaltung wie... Alles gut. Solange wie deine Zuschauerzahlen nicht unter 30 sind, ist das alles gut. Es geht drum. Aber wie läuft's bei euch? Beschissen oder wie beschissen? Bei euch schon steuer beschissen, habt ihr jetzt schon den ersten Disconnect, ne? Ja, ja. Ja, das wird sich jetzt so nachziehen. Janosch hat ein Video geschickt, bei dem ist halt Bildschirm schwarz geworden und auf einmal war der im Hauptscreen, also das Vorteil abgeschmiert. Mhm. Du hast auch bei Pregel jetzt im Stream, habe ich das jetzt schon im Stint 1 und Stint 2 habe ich das beobachtet, dass Autos unter der Strecke fahren oder zum Teil in der Strecke fahren. Und danach gab es den Disconnect, ohne Scheiß. Okay. Schön, ne? Danach gab es meistens den Disconnect, also. Aber nur im Oval. Mhm.
Ja, verstehe ich auch nicht, was da schon wieder los ist. Das ist halt, wenn Leute irgendwie von Afrika aus hosten müssen, die Lobby, dann ist eh schon scheiße. Denn dass wir heute noch eine scheiß Internetleitung haben, wie Creviator oder so, da kommt ja von ganz woanders. Ja, aus Australien. Mit runter. Ja, und dann hat sich muss Postcodes immer was spinnen, dann bist du sofort weg vom Fenster, ne? Ja. Das war ja auch meine Befürchtung im ersten Stint. Weil man hier. Die ganze Lobby hat geleckt oder so, ne? Diablo war als Lobbyhost angesetzt. Der ist Ami und da dachte ich schon, oh nein, das kann was werden. Aber dann hat das ein MRT-Junge gemacht und der kommt aus England, dann geht's eigentlich. Ja. Aber es waren trotzdem zwei, drei am Lecken ohne Ende. Ja, Adi hat zum Beispiel auch gesagt, dass im ersten Sinn die komplette Lobby geleckt hat. Hat Janosch auch gesagt. Soll richtig schlimm gewesen sein. Forza Motorsport ist eSport ready. Ja, genau so wie Formel 1. Genauso eSport ready, nicht. Aber das läuft stabiler, wenn man das mal so sieht. Bei euch läuft auch auf EMC? Also? Ja, bei uns läuft gut. Wir sind jetzt von 10 auf 7 und haben nur 4 Meilen Rückstand. Ja, okay, nur, aber haben 4 Meilen Rückstand auf Platz 3. Ja, bei uns. Das ist aber schon eine ganze Runde, gell, weißt du. Fabi wurde abgeschossen im ersten Stint vom B-Shadow. Hat ihm auch eine ganze Runde gefehlt. Da sind wir jetzt vom Platz 20 auf 13 wieder zurück, also Top 10 werden wir auf jeden Fall noch schaffen. Ich. Jetzt ist erstmal Stefan am Fahren, sein zweiten Sinn. Ja, man muss die Nacht abbocken, was in der Nacht alles passiert. Es geht jetzt erst los. Richtig. Ja. Ich fahre ja von 4 bis um 8 meine Top Distant und dann fahre ich nochmal den letzten. Ja, 4 bis um 8 fahre ich auch Top Distant. Na, siehst du. Na, ich fahre jetzt von 0 bis um 2, dann von 6 bis 8 und von 12 bis 14. Boah, das ist auch wieder richtig geil hingelegt. Aber ich fahre da, musst du dritt auf dem Auto, ne? Wir wären eigentlich nur zu dritt, wenn unser GT-Team nicht auseinandergefallen wäre, so auf Deutsch gesagt. Und ja. Achso, Ramos ist jetzt. Nee, Ramos war bei euch drin, oder? Nee, der ist GT. Nee, der wollte erst GT fahren. Ah, okay. Aber da das nichts geworden ist, also ist jetzt er zu uns auf den DP drauf, sonst wären wir nur zu dritt auf dem Auto und das hätte gehießen, ich hätte noch von 18 bis 20 Uhr gefahren. Also Adi, Supra, Hase, Ramos. Ja, ist ja wenigstens gut. Was mit Stefan fährt der GT? Stefan fährt bei uns GT. Oh, okay. Ich lasse euch mal schnell ihm alleine, ihr könnt hier ein bisschen. Ich muss mal eben ganz schnell wohin, sonst geht's nämlich gleich woanders hin. Gehst du schon hoch? Oder? Nein! Mein Name ist Code Brown. Nein, nicht so schnell. Nein, alles gut. Bin gleich wieder da. So, Rennzigarette aktivieren. Hört man's wieder mit der Box. In der Box ist so ein bisschen Feuerzeug klicken. Ja, aber die oben, also hier. Mellisch und so, die fahren alle zwei Wellen mehr wie wir, auch als Rock, als Stefan. Wir sind schon wieder abnormal unterwegs. Ihr seid ja Lobby 1 unterwegs, ne? Naja, wir sind Lobby A. Also hält sich gut, aber trotzdem zwei Meilen sind zwei Meilen, ne? Die am Ende fehlen, ist halt echt krass, finde ich. Dass wir die ja schon wieder rausholen. Ja, aber ich sag mal so, wir sind eigentlich ganz froh. Wir wären zwar auch lieber Lobby A reingefahren, aber im Endeffekt sehe ich es dann wieder so, lieber Lobby B ordentlich mitmischen als Lobby A nur hinterher zu fahren, weil was die da vorne fahren, das gehe ich nicht mit, Alter, das kannst du vergessen. Naja, wie war das Kommando gefahren mit 33-0 mit dem Prototyp? Ja. 33-0, 32-0, da frage ich mich, wo die Zeit herholen. Ja, ja. Fahrt aber auch fort, ne? Ja. Ja, was ich aber zum Beispiel krass finde, ist, wie du die Busstopp-Schikane fahren kannst. Das finde ich schon wieder too much. Ja, dass wir jetzt links auf dem Rasen fahren, ne? Mit den äußeren Reifen, inneren Reifen dann. Das finde ich too much. Ja, aber wie gesagt, ist ja, ne? Wir müssen es mit zwei Reifen auf dem Ding sein.
Ja, klar, musst du mit den zwei Reifen auf dem Kurz sein, aber trotzdem ist das zu viel, also meiner Meinung nach. Ja, so fahren die auch nicht. Die fahren auch nicht über den Rasen. Die fahren das Ding zwar voll mit, aber nicht auf dem Rasen. Da muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen. Ich werde auch am Anfang jetzt, also werde eine halbe Stunde vorher nochmal anfangen zu fahren. Dass ich die ja, dann auch kriege da. Das mache ich jetzt gerade zum Beispiel. Ich will mir die Schikane auch schon mal so ein bisschen einprägen, dass ich die ordentlich kriege. Weil ich starte ja meistens von Platz 1. Ah, stimmt, das ist immer 2 zurück, ne? Ja. Ja. Der nächste jetzt bei uns fährt, ist den Chris, also Biker. Fangen alle Doppelstints am Anfang. Fabi ist Doppelstint gefahren, jetzt fährt Stefan Doppelstint, dann fährt Chris und dann fahre ich und dann fährt jeder mal Einzelstint, weißt du? Nochmal den Schluss. Moin. 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 Na, wie läuft's? Ja, wir sind momentan 23 noch. Und 29. Boah, ich hab's mir Energy hingestellt. Ja. GPR hat den ersten Disconnect jetzt hinter müssen. Ja, GPR wird. Ja, Nasch ist rausgemacht, dass er. Nasch ist rausgeflogen, leider. Das sind halt 34, glaube ich. Ich denke, das wird sich jetzt Geräusche komplette Nacht ziehen, hier, weil einige. Aber ich bin schon gewundert, ganze Forza hat der Daten. Ich habe jetzt gerade die Daten abgegeben für das nächste Ding, von dem wir schon gesehen haben. Moin Matze. Ich grüß dich. Ah, zum Glück hier ist nicht ganz so viel Drama drin wie beim letzten Rennen. Kommt ja noch, aber es sind ja erst 3,5 Stunden gefahren. Spätestens so, wenn es aufs Ende zugeht und es um die Meter geht, da wird es nochmal ordentlich. Ah, da geht auch. Blechschäden geben. Ja, aber sind ein Crasher. Aber da zeigen sie immer nur die. Die ganze Zeit im Stream. Die Prototypen, das zeigen die kaum GT. Die rechnet immer wenigstens noch ein bisschen durch ab und zu. Ja. Was soll ich die P-Klasse zeigen? Da ist eh nichts los. Sie sind so weit auseinander. Wir Sweden Pro und dürfen die fighten ja zumindest noch ein bisschen. Der fährt im Hardtier von PMC jetzt. Der fährt von euch jetzt. Ramos. Ach, ja, Ramos. Ah, oh, wie der Ene abgeflogen ist da. Mit seinem Prototyp, das war echt hart, Alter. Ja. Echte Scheiße. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat er den Wagen über den Platz verloren. Ja, Sinnlenkung. Wurde er nochmal angestopft. Und Darkseid konnte nicht mehr bremsen. Ja, wir müssen aufpassen. Der rechte äußere Kurt, der ist echt hart. Bis zum Ende darfst du nicht durchfahren. Der killt dich so hart auf einmal. Der nimmt dich hops. Der nimmt dich richtig hops. Ja, der macht kurz einen Prozess mit dir. Der spuckt dich aus, ja. Ramos fährt aber ist im Stream? Nee, Ramos leider nicht, oder? Nee, noch nicht. Ramos? Im Chat ist er drin. Na, wieso? Ramos fährt doch. Fährt doch. Der fährt. Okay. Ramos fährt doch. Was hier bei mir mit dem Chat drin? Ramos ist multitaskingfähig. Ja. Er fährt mit einem Fuß und mit einer Hand und die andere Hand guckt dann ins Spiel. Am Handy. Wie Max. Ja. Er lautet so auf der Last. Er fährt und beantwortet noch Fragen von im Chat und liest im Chat noch mit. Von Micha, wenn er. Boah, ja, Alter, der Dragon. Mhm. Ist ja durchgehämmert, Alter. Und so eine Situation hatte ich auch im ersten Rennen. Alter. Ui. Nice. Aber der Speed von allen Teams ist unglaublich, oder? Ja. Also, der ist auch bei uns in der C-Lobby, der ist wirklich. Wir sind dicht beieinander. Oh, das war knapp. Okay, Norbert sagt schon wieder und 5 Minuten später. Jetzt hab ich's übersehen. Ja, sorry. Ich sehe es ungefähr halb bis 5 Minuten später als der. Ich habe keinen Nachteil.
Ja, zwar kippt nicht immer. Kippt zurück. Ja, seitdem die den Router gewechselt haben, klappt das bei dem irgendwie nicht mehr. Ja, ich muss sagen, ich habe meinen ja heute komplett neu aufgesetzt, also cross the fingers for the last stint. Wäre ein Wunder, wenn das passieren würde. Das wäre so toll. Das wäre mal schön. Pommes aus. Ja, Norbo, du hattest bis jetzt immer Pech in deinen Stints, oder? Ja, egal bei was. Ob das bei Barca war, ob das hier ist, bei Tora. Bei der FGTM aber auch. Ruhe, ja. Wir reden nicht mehr drüber jetzt. Bis Ende Stint 12. Was, über Disconnects oder was? Ich hoffe, du hast direkt noch einmal voll. Lässt sich nicht ausschließen. Ich hoffe es natürlich nicht. Komm ich rüber oder ich sag Flitzer Bescheid, dass er mal einen Stecker zieht. Leute. Ach nee, da ist er bei seinen Eltern, ne? Flitzer, bist du bei deinen Eltern? Ja, ich bin bei meinen Eltern, ja. Scheiße. Papa fix hin, zieh mal bei Hazen Stecker. Achso, wohnen Hazen Flitzer zusammen? Ja, oder? Die wohnen fast, nee, übereinander, untereinander, aufeinander, ineinander, nee. Ineinander. Yes, war 200 Meter entfernt. Achso, ja, siehst du. Also ineinander, siehst du. Ja. Sag doch nicht immer schon oben, ich noch nicht sehe. Gut, dann sagen wir jetzt. Ah. Da musst du 5 Sekunden später O sagen. Ah, oh. Oder ich sag dann schon eher, habt ihr das jetzt nie gesehen? Norbert passt sich jetzt seinen Delay an. Ja. Ich spreche dann auch ein bisschen langsamer. Machst du richtig. Hm? Wie du vorhin gesagt hast. Und mein Englisch ist gut oder so. Hab ich gegrüßt in der Party, ey. Hallo? Man kann überhaupt froh sein, dass wir auch sowas hier immer auf die Beine stellen. Ja. Da müssen sich andere auch erstmal für hinsetzen. Oh, schöner Move. Ja, my English is very well, but ich finde die Wörter nicht so schnell. Ja, genau. I speak English very well, but I kann das nicht so schnell. Oder der Standardspruch, my English is not the yellow from the egg. Mhm. Ja, aber es kommt ja gleich wieder einer. Oh, oh, oh. Oh, sollst du sagen. Oh nein, das ist genau das meine ich. Wo steht der denn da drauf? Lupf doch einmal kurz. Hat aber keinen Schaden. Nee. Nee, also wenn du da so, dann muss schon was drauf geben, ne? Ja, bei Forza ist aber alles möglich. Das haben wir ja schon alle gelernt. Fährst über den Körb, Auto Totalschaden. Oder machst einen Olli. Ja, fährst über den Körb, wirst von hinten angeschubst, machst eine Pirouette, Totalschaden. Mhm. Richtig. Oder du fährst eine Kurve 30 Runden lang, genau so, und dann in der 31. Runde fliegt dein Auto weg. Mhm. Da fahr mal Porsche, das macht er gerne. IBR hat Benzinschaden, 90%. Was für Benzinschaden? Hat Benzinverlust, ja. Alter, der Jimmy ist aber auch ein Typ, wa, Alter? Junge, macht aber auch Sachen. Oh, oh. Gerade, eigentlich. Das hatte ich nicht gesehen, was da passiert. Du Exit. Oh, wer ist denn da? Bitte, Exclusive? Ich hoffe nicht. Nee, Exclusive ist dahinter. Okay. Ramos eigentlich schon immer noch auf Platz 2? Ja. Hast du überhaupt den Stream? Brauchen doch. Nee, ich bin gerade am Fahren. Achso. In Lobby 1. Ramos müsste in der Dings gewesen sein, in der Box. Ach, jetzt mach ich die Telemetrie schon wieder an. Ja, Ramos war in der Box.
Und wenn man dann schaut. Ja. Pan vor Ass ist nämlich gerade reingegangen in die Box. Also wechseln sich jetzt gleich wieder Position durch. Darkseid, halt. Dieses Spiel, ne? Ah, das ist doch eine Hassliebe. Aber wie schimpft sie das immer so schön? Ach, jetzt kommt der nächste dazu. Herzlich willkommen beim Kaffeekränzchen. Ja. Ich hab alles auf Band. Ja. Ich hab das sogar auf Band und im Bild. Richtig. Ich glaube, hätte ich nächste Woche nochmal Nachtschicht abgehoben. Genau, Hashtag abgehoben ist reingekommen. Hashtag. Du, ich zeig euch mal. Wie lief's denn, Fabi? Fabi, genau, wie lief's? Ja, bis auf dass mich Beast Shadow einmal gerippt hat. Besser geht ist immer. Auf 16 vorgefahren, oder? Auf 16 Uhr vorgefahren, wie dein erstes Ding wirklich? Ja, ich war. Position insgesamt weiß ich nicht. Ich war auf Platz 7. Lagdistanz zu Platz 6. Und. Ich weiß nicht, wie das genau passiert ist. Auf jeden Fall. War ich vorher noch im Überlegen, fährst du in die Box? Fährst du nicht? Ah, nee, eine Runde geht schon noch. Meine erste Gruppe war es vorbei halt und durfte ich mit hinten komplett im Arsch, durfte ich wieder zurückfahren. Ich bin dann Neunter geworden und im zweiten Stint bin ich Fünfter geworden. Ich hab eine Zeit lang geführt, weil die sind alle recht extrem früh in die Box. War dann den halben Stint eigentlich vorne weg, aber sind halt eine Ecke schneller, die sind da immer so die gute halbe Sekunde schneller, keine Ahnung. Also das Feld ist schon echt stark dieses Jahr, also. Oh, extrem. Auch Scottson, der hat da, was der da abgerissen hat, das war brutal, ist Williams schon eine Bombe, ne? Aber der war ja nochmal 10, nochmal gut eine Runde oder zwei Runden schneller wie Williams. Okay. So, hat er nicht mehr gewesen. Ist auch so, wie gesagt, ich habe mich auch aus allem rausgehalten. Ich habe gesagt, hey, fahrt ihr vorbei, auch wenn wir Linienrecht haben, das ist mir einfach zu ungewiss, ob die das checken. Hey, wenn du sagst, du lässt da frei oder nicht, deswegen. Wenn ich einen gesehen habe, immer weitläufig, dass da ja passiert. Kilometer sammeln. Ob ich Kämpfe nicht verwickeln lassen. Ich habe ja dann den Chicago und mit Bobby da habe ich gesagt, ey, fahrt vorbei. Ich mit euch heute nicht kämpfen. Das ist nicht mein Auto, nicht meine Strecke. Das machen wir mal anders. Ja, ich hatte nur das Pech, ich bin aus der Box raus. Und zwei Runden später kommt vor mir jemand raus und dann in diesem ersten Linksknick in der, also die, nach der Start Zielgeraden kriegst du den ersten Linksknick und dann geht's ja so links rechts. Der hakt sich am Ende davon links in der Wand ein. Ich hatte keine Chance mehr. Das war im zweiten Stint, weil wir die ersten zwei Stints nach Quali gefahren sind. Musste ich halt als letzter starten, war gar nicht so verkehrt. Und vorletzter, oder? Nee, letzter. Das ist schon vorletzter. Auf jeden Fall sind die dann alle in der ersten Runde immer in diesen Linksknick. Sind die alle reihenweise geflogen. Okay. Das war dann immer ganz gut, weil ich konnte einfach immer durchfahren, weil ich habe mich aus allem rausgehalten, wirklich. Tue ich mir gar nicht an. Kostet nur Zeit. Richtig. Aber ist auch alles zivilisiert abgelaufen. Jeder hält die Klappe, das ist schon mal das Beste überhaupt. Und
aus der Box raus. Wenn welche aufs Ziel ankommen, warten wir. Wir haben alle gewartet. Wenn da welche kommen, dann haben wir die erst durchgelassen. Ja, ist mir so scheiße, Pins-Exit, dass wir nicht die ganzen Pins-Exit fahren können. Dass du halt mitten in der Strecke rauskommst. Mhm. Ja, und deswegen haben wir Königseck hat auch gesagt, wenn welche kommen, warten und durchlassen. Das, weil, die Linienwahl in der ersten ist ja sowieso, der eine fährt zu weit, der eine sticht übel rein und wenn da einer dabei ist, der reinsticht und du bist da gerade, der nimmt dich mit, so schaut's aus. Und deswegen haben wir gesagt, warten. Und das haben auch alle gemacht, das war nicht zu hören. Nee, das war halt fünf Restarts, das war halt schon wieder das Unschöne dran. Ja, das ist ja alle jetzt auch so weit hinten. Ich glaube, es sind jetzt sogar schon wieder mehr geworden. Wann ist der nächste, wann kein Double Stint ist? 6-7. 6-7. Okay. Ich hab zu Telekom gesagt, wir werden bestimmt zusammen stoppen. Wenn erst in 6 startet, starte ich Stint 7. Ja. Ja, ich würde bei euch so, bei eurem DP. Ich würde es eines Tages nicht wundern, wenn Lotti Stint 11 nachts den 12 fertig wird. War doch bei 24-Stunden-Rennen fast so, oder? Beim Nürburgring. Das ist komischerweise bei fast jedem Tora-Event so. Nach dem ersten Stint hast du schon 20 Minuten Verspätung, dann bist du bei Stint 4 angekommen, ist es schon fast eine Stunde. Na, aber bis jetzt geht's eigentlich, also hier zumindest. Lotti B und C, muss ich sagen. Für die Zeit aus. Wenn ich mich an Le Mans erinnere, 17 Minuten hatten wir. Achso. Ich würde sagen, bei uns nicht. Das war wie bei uns läuft. Naja, bis jetzt ohne Disconnect ist es eigentlich ganz gut. Das ist schon mal das Wichtigste, kein Disconnect. Ja, das ist der größte Abschaum, den du haben kannst, Alter. Am besten noch zu wenig bei den 24 Stunden von der Nordschleife. 5 Minuten vor Stintende hatte ich einen Disconnect, Alter. Ja, bei uns auch ersten Stint. Wir haben angehalten, die Meter durch und der, was dran war, wups, war von mir weg. Das hatte ich auf der Nordschleife aber auch. Das ist so ein Mist, sowas. Der Lobby C hat noch 30 Minuten. Ja, vor allem, dass du halt, wir haben dann ständig die Strecke neu laden müssen, dann wieder rein, dann war der auf einmal weg. Dann auf einmal hatten wir, dass zwei DPs 100 Meter hinter mir gestartet sind, also ferner liefen, wieder neu starten. Das ist ja cool. Dann fliegen zwei wieder raus, dann fliegen drei aus der Party raus und dann... Oh. Dann hockst du da und verzweifelst, weil du stehst so unter Strom, willst fahren und kannst ja. Aber nicht. Und weil ich dann gesagt habe, ey, weißt du, Jungs, ich mache freie Spielauffahrt da, 1:40 und gebe meine Meter an, weil er gesagt hat, die kommen zu nichts. Und hat bloß Melisch gesagt, ey, wir fahren Tora ohne Verspätung ist nicht Tora. Nee. Ja, aber es fuckt trotzdem an, weißt du, wir wollen alle fahren und hoffen dann. Das hatte ich heute Morgen und bei meinem Qualifying. Die haben mich um 2.57 Uhr haben die mich eingeladen und wir haben 3.40 Uhr haben wir gestartet. Also war ich kurz vor 5 mit meinem Qualifying fertig und dann noch bis um 12 Uhr gepennt. Ja, da hat ja auch keiner eine Lösung dafür. Ne? Das Spiel ist so verrückt. Ja, die Partys sind verrückt. Es ist ja nichts, was funktioniert. Also jetzt unabhängig. Naja, das sind trennen sie ja schon die Partys. Ja, das, ich finde das gut, dass die das nicht so machen, dass der Lobbyhost auch gleichzeitig Partyleader ist. Ja, aber Forza muss halt daran arbeiten, wenn sie sich weiterentwickeln wollen. Die müssen externe Server bereitstellen. Tora ist so ein riesen Verband mittlerweile. Jeder kennt Tora, der was Forza spielt. Ja. Und einfach sagen, dass Turn 10 da einfach einen Server bereitstellt, dann zahlt jeder eine Mark und gut ist. Ich habe keine Mark mehr. Einen Beitrag. Guck mal, wie viele Teams waren jetzt angemeldet? 74 Teams oder so? Oder 75 Teams? Ne? Ja, und da, wenn jeder einen Dollar spendet, das schafft nicht mal 74 Euro. Manchmal. Das sind 74 Euro.
Und die sammelst du vor jedem Event. Jeder hat mal einen Euro rumliegen, oder? 49 Teams sind. Ah, nee, Quatsch. 49 bei GTLM und 29. Ja, ist doch scheißegal. Insgesamt sind Zellen, aber um sowas zu realisieren, da braucht es eigentlich nicht viel. Wenn da sagt Torda, wir machen da einen jährlichen Beitrag, ne, jedes Team zahlt einen 5er oder so, 5 Euro, das ist doch nix. Und dann hast du einen Server, der unabhängig von allen anderen ist. Da ist doch der Wasch ein Dschungel streamt, die Lobby läuft. Ja. Und dann am besten noch so, dass du nicht die Stints irgendwie aufteilen musst. Wäre mir lieber, wenn du das so die Leute in so eine Schiene packen kannst. Wenn du in eine Box fährst, setzt du dich aufs Auto und fährst dann einfach weiter. Broadcast 2 hat es. Da fährst du rein und dann kannst du auswählen. Computer kannst weiterfahren, du selber oder du gibst den Pad in dem Sinn weiter. Wählst den Fahrer aus, dann ist der angesteuert und fährt weiter. Okay. Ja. Und hier, da diese 10.000 Lobbys und ständig fliegt einer raus. Das ja, wenn einer gekickt wird, müsste man einfach wieder joinen können. Da steht die Liste ja drinne, wer rein darf in das Auto. Und dann fährt der Computer automatisch weiter, fährt in die Box rein und fertig. Dass wieder einer joinen kann. Oder wenn du halt rausfliegst, mein Gott, das passiert, aber dann fährt der Computer meinetwegen für dich diesen Stint fertig. Verlierst vielleicht einen Kilometer mehr, wie wenn du jetzt gefahren wärst. Du hast kein Disconnect in dem Sinn, dass du da... Auch richtig. Weil jetzt lass da mal so einen Stint haben, wo jetzt nur zwei Lobbys sind. Wie Janosch sind. Jetzt so zum Beispiel, vor uns davor rausgeflogen. Ja, nee, das Ding ist ja die 75 oder 70% Regel. Jetzt hast du einen Stint, wo der langsamste und der ferner liefen ist. Da kriegst du vor dem die Meter. Da hast du einen anderen Stint, da fliegst du raus, da kriegst du verzerrtes Ergebnis. Und so sind alle gleich behandelt. Da fährt dann der PC einfach fertig. Ja, Ryan wurde nicht weggeräumt, oder? In seinem Stint? Das kann sein, der war ganze Zeit lang letzter, ja. In der Bassstopp, da wird es ein, hat dann überholt vor der Bassstopp, der andere cuttet die Bassstopp in, aber richtig übers Gras und räumt beim Rausfahren Ryan nicht ab. Hier steht, bei den Stewards ist es drin. Ja, das war ja bei mir auch das Lustige. Ich habe im ersten Stint. Schreib mal ein bisschen rum. Mit dem LSCM Stripes. Der war die ganze Zeit hinter mir. Und habe den konstant hinter mir gelassen. Und im zweiten Stint ist der mir gnadenlos davon gefahren. Hi Tempest! Also, da habe ich mir auch gedacht, was geht ab? Fährt er ein anderer oder so? Weil kein Fehler gemacht, der ist mir so gnadenlos davon gefahren. Fabi? Ich zweitens sind schneller. Ja, ne? Trotz, dass du keinen Haken gesetzt hast, ne? Man hört dich trotzdem bei mir, ne? Nur mal so zur Info. Echt? Noch. Hm? Bei mir wird das nicht gefragt. Ja, nee, ich sag's ja noch. Mal, wenn ich weniger reden soll, dann sag ich. Nein, alles gut. Alles gut. Meine Frage zu dem Thema noch mehr, das hast heute Morgen beim Test, habt ihr mich da gehört und auf die Party auch? Oder nur nicht? Ja, ich hab dich gesehen, du hast aber gar nicht gegessen. Frau hat schon geschlafen, ne? Ja, ich hab mir schon gedacht, ihr tut Streamtesten, weil so das Layout so abgefahren mit Kurvenarm und so. Ich hab mir gedacht, okay, ihr testet das Layout. Heute Nacht irgendwann war das um 12 oder so, glaube ich. Weiß nicht. Ja. Richtig. Ja, schaut gut aus. Bei euch läuft es wenigstens besser. Ich weiß nicht, ob ihr mal Lobby A gekriegt habt. Ja. Aber nee. Da laufen Position und Abstände und die Teams in drei verschiedenen Spalten. Da hab ich gesagt, toll, jetzt wissen wir, wie es wo steht. Nee, da ist für mich schon ein bisschen übersichtlicher. Bisschen. Ja, den zwei Stream hängt auch. Ja, der leckt enorm. Der hängt sowas von hinterher. Den kannst du fast nicht gucken. Oh. Unexit oder Unexit? Wie hätten wir das denn gerne? Unexit ist an Mr. Watts vorbei.
Oder Olli, da liefert sich mit Big Ben ordentlich ein Zweikampf hier in der WC. Auf welchem Platz ist Olli? Platz 5 und 4 sind sie. Okay. Ja, passt doch. Hauptsache Meter machen. Richtig. Sie kommt um Platz 4. Ja, das weiß man nicht so richtig, weil Trägel ist vorhin rausgeflogen nach der Lobby. Und ist nach Trägel reingekommen und jetzt zeigt es ein Olli auf 4 an, obwohl er auf 5 ist oder umgedreht, weißt du? Das ist. Ah, ja. Das ist scheiße. Na, ich werde mich gleich in meinem Stint, werde ich mich auch aus einem raushalten. Wenn die schneller als ich sind, sollen sie an mir vorbeifahren. Ich fahre meine Meter gewiss. Richtig. Moschis hat geschmissen. Ach, ist das ärgerlich. Aber trotzdem gut zu sehen, ne? Dass selbst die großen Teams Probleme haben, dass die auch abfliegen. Oh, geht das gut? Oh, jetzt muss ich gucken. Oh, ja. Eieieiei. Danke für die Info, Marcel. Also, den Move of the Race, das war für mich jetzt schon in Stint 2. Aus der IMG BMW. Auf die schnelle Links, den Linksknick, ist innen an mir der Roadrunner vorbei und rechts an mir der Europe. Und die sind beide zu zweit da durch das Linksknick, ne, ohne Berührung gar nichts. Die sind da so knall da durchgebankt. Ach Quatsch. Einfach nur wunderschön anzugucken, das war echt. Jack ist in second place in the GTML class. No, 52 minutes to go. Was hat der Zwei vorhin nochmal gesagt? Englisch ist very good, oder? Ja, da hatte ich einen Dreher drin. Was war das nochmal? Ja. Nee, it's very good, hat er, glaube ich. Mein Englisch ist ein Bad. Ja, genau, Alter, haben die gegrüßt in der Party, Alter. Ja, beim nächsten Mal schlagen wir euch vor. Könnt ihr das gerne mal machen. Nee, ich kann sowieso nicht. Bei mir geht da nicht mal ein Mixer. Auch wenn ich immer beim Mixer streamen will, das funktioniert überhaupt nicht. Das stimmt aber bei mir nicht, keine Ahnung. Deswegen bin ich auf. Du dir mal standfesteres Bambus kaufen. Ich habe ja eine 100.000 Leitung, aber irgendwie die 6 endet Upload ist halt nicht so der Bringer, ne? Oh nee, das ist nicht gut. Verstehe auch nicht warum, zu wenig hab. Bei 100 müsstest du eigentlich 10 haben, oder? 8? Doch, 10 müsstest du haben. Ja, Upload, Matze. Ja, verstehe ich nicht, ja. Ich hab bloß 6. Bei mir ist es ja egal, ich stream ja sowieso nicht. Der Host von Level 10 fürs nächste. Thanks, Tempest. Spielt doch Assassin's Creed. Vielleicht gibt es jetzt eine 1 Stunde 40 Stint auf Assassin's Creed, das ist doch auch mal was Cooles. Ja. Um die Wette reiten. Speedrunner. Das ist der falsche Fortnite. Fortnite. Englisch ist gut. Ja. Ja. Er lügt doch. Zucker ist Drogen. Das Auto hat gebrochen. I must go broken. Ja, I must go broken, genau. Ja, der Flitzer weiß noch, um was es geht, ne? Ja, das hast du schon erzählt. In RB Leipzig. I must go broken. Oh Mann. Du, da fahr ich in anderthalb Monaten hin. Ich muss eigentlich auch bleiben. Oh, das ist ein Problem. Jetzt geht der Druck irgendwie. Schäm dich, schäm dich bitte, ehrlich. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Was denn das Spiel? Leverkusen. Das ist ja noch schlimmer.
Wie machst du das, René? Ich möchte das auch gerne wissen, wie das funktioniert. Was? Die Elfen vom Hals. Ja, Vögel. Du alte Elfe. Unsere Elbinkontinenz. Nee, ist Elfi jetzt so. Nee, der ist flach. Eigentlich muss ich dir den Name Change, eigentlich müsste es so Hodenkobold heißen. Ah, komm, wir schmeißen mal jeder 2 Euro, dann kann er seinen Gamertag wechseln. Nein, ich darf den nicht wechseln, hat Matze gesagt. Ach so. Ach, was der Matze sagt. Was Matze sagt, das ist ein Gruppenzwang. Ey, was ist los mit dir? Ey, das ist immer übelst. Genau, die Amerikaner, die das aussprechen. Elb Florence. Ja, Elb Florence. Ich hab vorhin. Die Rede ist sich exploden in der Zunge. Ja, ja, für mich auch. Ich hab vorhin den Stream geliked hier. Den Lobby A-Stream. Also, GPA Taikonaut. Da sitzt sich da. Ist der dumm? Ich hab angefangen zu stottern. Ja, du hättest jetzt Astronaut nehmen sollen, statt Taikonaut. Er ist doch ein technischer Astronaut. Ja. Ein Kritiker war das immer geil. In Thailand war ein Astronaut. Vier Dings. Da war jedes Mal, oh, the pink influence is coming. Attention, attention. Ja, das waren seine Anfänge. Ja, das nächste Mal, also wenn ich mich umbenenne, dann mache ich jetzt auch TIE Fighter draus. Ich wollte eben sagen, der Flitzer und ich, wir haben uns aber im ersten Rennen im Namen gemacht im GT Cup, ne? Die sind alle von der Redefallseite. Alle. Keiner wollte mehr kämpfen. Vor allem wussten wir, dass wir in die Tegel gefahren sind, auf Hockenheim ging, da wollte ich ja nicht mal Flitzer nicht wiederholen. René, was auch immer. Was? Im GT Cup, wo ich dann mal mitgefahren bin, Hockenheim, da wolltest du auch nie überholen, hast du immer gewartet. Ey, ist sicher, weißt du? Ich sag, ey, überhol jetzt, Junge, gehst mal dick machen, weißt du, kannst doch in der Kurve überholen. Freut mich nicht. Ey. Ja, alle ein bisschen DSK geschädigt. Ja. So, das René, das ist viel zu lange mitgefahren. Ich bin da schon, glaube ich, seit der zweiten Saison. Ja. Ich bin, glaube ich, schon relativ. Ich bin schon dabei. Ich weiß auch schon 2 Jahre mit fast. Ich bin ja früher hier beim Dienst mitgefahren, hier beim Dirk. Ach so. Wie hießen die? Ach, da kann ich nicht mit hoch. GSR? XP? Was ist denn der? Ah, nee, hier Windows. Wie hieß denn das Ding hier? Ach so, ja doch, ich weiß was, da bin ich auch mitgefahren, ja. Dr. Windows. Genau, Dr. Windows, ja, da bin ich da, das waren meine Anfänge dabei. Okay. Aber gibt's auch nicht mehr, ne? War mal deutsche. Gibt's auch nicht mehr, nein. Ja. Ja, weil er keine Zeit mehr hatte. Ah, die waren auch richtig groß. War auch eine reine deutsche Community. Und die sind ja dann eigentlich so gut wie alle von dort dann zum DSK gewechselt. Ja, der hat auch richtig Preisausschüttung gemacht. Ja. Also ich hatte da mal hier ein Jahr live gewonnen. Genau. Und es war noch irgendwas. Ja, und wo ich mitgefahren bin, haben sie ja eine Xbox sogar rausgehauen gehabt, glaube ich, ne? Ja, die Dings hier gewonnen hat, genau. Genau, One S. Ne, war das noch die S, ja? Ist nicht schon die X? Oder war das die X? Ich glaube, da kam das Fest raus. Ja. Also nur richtig viele Leute mitgefahren, da waren aber auch nur Deutsche dabei. Das waren doch nur Deutsche. Nee, ich glaube, wo die Xbox X, da waren ganz andere Leute dabei. Nee. Ja. Aber es waren dann höchstens dann auch unsere ganzen Ösis. Ösis? Naja. Megan und so Gesundschaften. Und Hoshi wahrscheinlich. Ich hab gesehen, der AOT Gaming, der Lobby 1, ist das der für uns gefahren ist? Ja.
Cool. Der fährt auch bei Mux mit, glaube ich, ne? Mux HD oder so. Ach, AOT Gimini? Ja. Bei wem fährt er mit? Der fährt in Lobby A mit. Mux fährt ja, mit B. Mit welchen Leuten fährt denn der zusammen? Soll ich gucken? Wer ist drin? Der Bike-Motor des Lecken. Bei Williams. Kunato fährt er. Williams Eisner, AOT Gimini, V12 Snowboards, Rattlesnake, Williams Eisner. Kenn ich nicht, oder nicht. Naja, sie müssen auf jeden Fall gut sein, wenn sie mit dem GPK in Lobby 1 sind. Ja, Isaac ist Quali gefahren. Er ist von Williams. Hm. Also das Reiter und der Quali fährt, die anderen müssen da, wenn nicht so eine gute Zeit hinlegen. Ah. Los. Ich darf ja kein O mehr sagen. Das war mein so. Oh, Chase. Oh, Chase, was machst du? Oh. Vielleicht zwei Plätze verloren. Ja, wird gerade ausrasten. Ja, das glaube ich auch. Zum Glück ist die Tür schon kaputt, ey. Ja, das hat er letztens gesagt. Was? Die Tür kaputt? Alter, hast du den letzten Post vom Kommando gesehen? Der hat eine ganze Kiste voll mit kaputten Pets, Alter. Ja, doch. Der Kami hat doch mal gesagt, der braucht pro Jahr zwei Stück, weil er sich zerdrückt. Ah, yes! Hast du den mal gesehen, Kommando, was das für ein Tier ist, Alter? Ja. Wenn der den Pet in der Hand hat, dann denkst du, der hat eine Banane in der Hand. Ich hab gestern was von wem war's? Ach, von Shelby habe ich gestern ein Video gesehen hier bei Facebook. Are you racing? Nee, du hat er mit bloß hier sein Kommando dann so. Wo er sagt, hat er bloß gezeigt und alles. Ja, die fahren heute, glaube ich, auch bei iOS 24 Stunden. Die fahren Stunden, bei iOS 24 ja. Stunden. Ne? Fährt Shelby auch mit. Ramos schiebt. Das kann aber nach hinten losgehen. Ja, dass die auch denn keine Geduld mehr haben, ne, die Jungs. Also, wir wissen doch ganz genau, dass die... Boah, da fährt ihr denn hin, Junge? Alter Schwede, ey. Nee, ist Pole. Da wollte das Auto klauen. Wir sind anders unterhaltsam, oder? Zumindest für die Deutschen. Also ich freue mich wirklich schon auf den 24 Stunden. Auf den 24 Stunden? Bei Matze über Bude. Ja, schöner. Schöner. Wir brauchen gar nicht mitfahren, das reicht schon, wenn du eine Bildaufnahme von uns hast und nebenbei bloß so bitte kommentierst. Lass mich noch ein bisschen, lass mich mal mitkommen, dann trinke ich noch eine Runde Bier, Alter, wenn ich das geschafft. Wir planen eine Grillcamp, also nicht für uns, so Jungs, aber ich bin immer aus, wenn wir eingeladen. Wir hören uns. Alles klar, ciao, viel Erfolg. Ich hab doch wieder eine. Der heißt Hank. Was? Er heißt Tank? Frank's the Tank? Das ist jemand anders. Gut, dann haben wir alle nicht. Jetzt geht's wieder. Ja, achso. Sind wir beide jetzt die einzigen übergebliebenen da? Nee, René ist noch da. Ach ja, genau, da wollte einer rauchen gehen. Ah, komm, dann laden wir sie alle wieder ein. Der war eingeladen. Wer war wieder noch drin? Teig. Matze. Ja, Maurice.
Du bist da, du bist da. Ich wechsle mal den Stream, weil das ja jetzt nicht doppelt zu hören. Was denn? Wieso? Ja, weil ich die Lobby auch guck. Was guckst du? Weil ich jetzt bei dir den Stream geguckt habe. Achso. Dann höre ich mich zweimal und dann. Wieso? Höre ich immer mit dem, wenn ich sprechen will, weil ich mich ja schon höre. Schalt den Ton doch weg. Ah, jetzt geht's wieder so langsam, ja? Ja, das ist im Moment so nervig. Xbox. Dann laden wir. Vielleicht sollte für Xbox gibt. Vielleicht sollte Microsoft einfach Skype kaufen oder so. Skype gibt's auch. Skype können wir auch. Ja, aber die. Aber Skype hat halt kein Party-Overlay und da habe ich keinen Bock drauf. Okay, hast du das dann nicht? Ui, bei Skype hast du das nicht, ne? Okay. Ja, das macht XBR, ja. Bei XBR ganz gut, genau. Da funktioniert es gut, finde ich. Okay. Ja, du hast halt kein Party, weil du weißt halt nicht, wer quatscht, ne? Wenn du das Mehrklasse-Rennen fährst. Das ist halt total dumm gemacht. Das habe ich bei mir normalerweise auch aus. Matze, bereiten die bei dir schon die Lobby vor? Immer. Die nächste? Du, Darkser ist mein Lobbyhost. Ach so, der fährt noch. Darkser fährt, ja. Hm? Ja. Alles entspannt. Ja, alles gut. Also Brexit ist hinter dem Stefan. Mein Brexit, ja. Und verbremst sich. Wieso kommt Marcel denn jetzt nicht wieder rüber? Der fährt. Der fand eine Einladung. Ach ja, stimmt. Ja. Stimmt. Da sagt er auch, dass er geht. Er hat komplett Lust. Ja, weiß ja, spät. Ich verstehe nicht, warum meine Party nicht im Stream gehört wird. Weil. Ich habe mich auch die ganze Zeit doppelt. Glaube ich besser so. Nein, das ist, weil Mats. Warte mal, du köpfst das über Elgato, ne? Ja. Normalerweise wird deine Party, wie musst du das dann nochmal einstellen? Drücken mal die Xbox-Taste. Ja. Dann geh auf das Zahnrad. Ja. Beziehungsweise in deine Einstellung eben rein. Oh, unter was läuft denn das nochmal? Unter Audio. Mhm. Und dann dieser Chat-Mix. Auf was hast du den stehen? Party aus Headset only. Ja, nee, das nee, muss das über beides. Denn, ja? Okay. Am besten über Fernseher und Dings, dann kriegst du das über die Elgato mit. Warte, ich sehe es jetzt gerade, wenn wir quatschen, ob das schon über die S. Was weiß ich nicht, ob da noch was ankommt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, gut. Deine Stimme wird nur, wenn externes. Aufgenommen. Das geht nicht anders bei der Elgato. Da brauchst du ein spezielles Kabel für. Ja, alles klar, aber es geht jetzt. Ja, siehst du. Gut. Im Mikro habe ich hier stehen gestanden. Ich habe so ein Razer Xerin gekauft. Aber fährt der CXR mit Kupplung oder was? Hm, das hört sich fast so an. Wenn er schaltet, ne? Warte, wo ist denn der CXR da? Ey, warum hängt denn mein Twitch jetzt in jedem? Der fährt mit Kupplung. Ja, der fährt mit Kupplung. Der muss zu K-Glas, jetzt seine Scheibe kaputt. Schleichwerbung. Nein, alles gut. So, 8 minutes to go, ja. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, du hast es schlauer gemacht als mich. Ja. Hm? Du hast es schlauer gemacht als mich. Ja.
ich stream jetzt, dann kommt Matze gleich, der streamt bis morgen früh um bis um 8, genau, durch. Dann kommt Michael wieder, dann komm ich. Dann kommst du wieder, Matze. Ja, Reok, ja. Dann kommt Matze wieder und dann den letzten dann wieder Reok. Also den 12. sind die wichtigen. Ja, Maurice, ich, ne, was soll ich da um 2 Stunden einblenden? Oder was soll ich die Zeit hochlaufen lassen? Ich kann es doch lieber runterlaufen lassen, und dann gleich, ne? Ja. Mach ich auch. Das Blöde ist halt bei dem Timer, du musst das in Millisekunden umrechnen. Nein, bin Matt da aufgepasst? Oder gegoogelt. Ein Taschenrechner. Mal kalt wie die da. Für den Twitch nicht mehr, oder was, Fabi? Was ist Mathe? Ja, die Party laggt und hier stehen die Aussätze. Start mal neu. Ist René eigentlich schon wieder da? Dass er uns nicht mehr hört, wo er nicht mehr kriegt. Was, wer? René auch. Ja. Mhm. So, anyone, anywhere, fight. Geh mal raus aus der Party, ladet mich mal. Ja. Ja, kennst du den auch noch rein? Jamie Cutting hat mich eingeladen. Aber dann hostet er doch, oder? Ja, es kann sein, dass er eben die Dings aufmacht. Ja, aber sein Lobby-Host ist hier am Fahren. Ich hab mal Pets hier hingesetzt. Jo, alles gut. Danke. Idee. Wo ist ein Hurrakan? Lad mal Patsy ein, ne? Ja, haben wir doch schon. Achso. Hab ich den auch noch ein bisschen? Ich lade dich noch mal ein. Sicher, sicher, sicher. Ich hab nicht jeden. Ich hab nicht jeden. Nee. Ich hab da jetzt Five, Blitzer und Elfie. Elfie ja schon umbenannt, wa? Das wäre. Ja. Moin. Hallo. Was geht ab? Alles was sich angenagelt ist. Alle fleißig. Wie kann man denn mit Kupplung fahren, Alter? Was ist so ein Auto mit kaputt, wenn ich da mal verschaltet ist? Mutig, mutig. Na, kommt der Angriff? Wenn man es kann. Aber also es ist jetzt eigentlich Ford, nicht war? Nötig, oder? Nee, nee, ist es nicht. Nee? Wenn du halt 8% Kupplung dran hast, dann bist du eh langsamer. Ich nicht mehr alle. Weil wir nicht mal alle reden. Warte noch mal raus und noch mal rein. Achso. Ja, ich war gerade da, wo ihr nicht wart, deswegen. Ich lade dich einfach gleich noch mal ein, gehst du raus. Ja, warte. Sag mal, vielleicht geht ja bei dir doch mal aus und an am Computer. Checkst du mal aus und ein. Das ist die. Du meinst das Geräusch, was jetzt gleich kommt bei dir? Ja, genau. Hm, das ist die Party. Den Sound kann ich leider nicht wegdrücken. Hm?
Das ist die Xbox-App. Hört sich an, als ob du über eine Xbox, ob du immer ein USB-Stick raus und reinsteckst. Nee. Ja. Ja, rein, raus, rein, raus. Ich bin so USB-Port-Steckplatz-Tester. Oh, was ist hier los? Die 15 Fahrer sind schon drinnen in der Lobby jetzt. So, 2 minutes to go. Ja, aber Fabi auch, der hängt auch. Was hängt? Was hängt? Ich häng gleich auch. Getrennt steht dran. Was muss ich denn einbauen, damit ich gut fahren kann? Ich wollte gerade kein Auto aufnehmen. Willst du denn mitbauen? Wo willst du denn mitbauen? Ja, ich muss nur streamen. Ich hatte erstmal das Problem, wo ich in meine Lobby reingekommen bin. Ich so, wieso sitze ich denn jetzt im M8, gell? Will auf Ford wechseln, wieso finde ich ihn jetzt im Ford nicht? Gruppe ändern. Musste ich erst die Gruppe ändern, dann war ich im Ford. Das habe ich dann aber nicht gleich gecheckt gehabt im ersten Moment. Ich so, was ist denn jetzt Phase? Hey. Bist du gerade die Pizza wieder ein, fühlt er für selbst zu warten? Das hast du nur davon, weißt du? Ja, wenn man einmal höflich sein, ja. Ja, ja. Fabi kriegt keine Verbindung aufgebaut. Ich muss die Party neu aufmachen. Ja, ich muss die Party machen, aber ich noch mal ganz neu aufmachen. Ja. Nach dem Rennen sind ja bloß noch 30 Sekunden. Richtig. Ne, siehst du, jetzt geht's wieder. Ja, ich würde trotzdem die Party nochmal neu aufmachen. Hat einer ein Tuning frei für irgendein Auto, was damit fährt? Wieso? Du kannst auch einen normalen GT nehmen. Du kannst auch normalen GT nehmen. Wechsel doch in die GT-Klasse. Wechsel die Fahrergruppe. Genau, wechsel die Fahrergruppe einfach. Und zweist dann die einfach automatisch ein Auto zu. So. Stint 4 ist finished. Einmal bremsig. Ich fand das cool, wie der das angesagt hat. Der hat abzählt, hat er runtergezählt. Das machen sie auch eigentlich. Den Hautschein fand es 15 voll vergessen. Ace fährt mit, oder? Ja. Wer macht jetzt als nächstes Part hier Host? Wer war das jetzt nochmal? Matze. 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 Nee, Lobby Host ist Darkstar. Nein, es geht um den Stream. Geht's jetzt um die Stream, genau. Ja, ich brauch doch einfach nur den Hosten. Ja, Matze, du bist doch bei mir noch. Ah, jetzt bist du drin. Okay. Ja, wenn Matze sagt, er ist soweit. Ja. Matze? Ja, warte, ich muss noch erstmal gerade. Ich fand letztes Mal sein Dings cool, sein Intro, wo die Daytona angemalt war, mit den ganzen Kurven. Das kommt bei Matze gleich auch. War auch sehr geil, dass unten rechts Ruby Öhr steht. Was? Ja, unten rechts Ruby Öhr steht. Ja, das haben wir so bekommen von Tora. Ich finde das eigentlich recht cool, dass wir solche Sachen gestellt kriegen. Also da kann man auch mal Rücksicht drauf nehmen, dass er Google Earth steht, oder? Google Earth bei Tora. Schwarzen Bildschirm. Ich hasse es manchmal. Schwarzen Bildschirm hab ich! Das ganze Wochenende lang. Schwarzen Bildschirm. Wie ist das mit schwarzen Bildschirm? Kennst du das nicht? Der kennt doch nicht.
gibt's doch gar nicht. Ich rieche mich nur vom Wochenende. Black Screen. Was im Spiel oder im Stream? Mit dem Geld. Ich komme von der Heimat dorthin oder was? Weißt du, was die da hinten ist? Ich komm gleich mal wieder. Matze, ich lade dich mal kurz ein, ja? Ja, war. Ah, scheiße. Oh Mann, oh Mann.